Gut, weiter. Willkommen zum letzten Part der Aufnahmestation. Ja, das verfahrene Team, das kann nicht fliegen. Jetzt seid ihr alle dran. Vielleicht treffen wir an meinen Gegner-Typen. Ach ne, wir können ja jetzt fliegen. Haha, was soll ich? Von den 8 Stellen. Hier ist unser weißer Triotech. Hier oben auf dem Mast ist aber auch was gewesen. Uns noch alles jetzt hier finden, da hinten. Nice. Aber auch eine Kiste. Oh ja, ist auch ein neuer Gegner-Team. Aber vielleicht kommt noch ein neuer Gegner-Team. Und zwar da, also, das Piratenschiff. Das war 8 Steine fern. So, da kommt Zeit für den Endkampf. Gegen Hook. Nochmal ein Saufen. Sind Sie das Mii? Haben Sie alles erledigt? Ei, ei, Captain. Alle über die Planke getrieben. Jeden Einzelnen. Lust auf eine kleine Abkühlung, Stockfisch? Jetzt lassen wir dich mal über die Planke gehen. Jawohl, ab über die Planke mit dir. Und wir sind aber zwei gegen Burg. Wo ist der noch? Cookie, bist du? Das sind ja echt hier. Sind ja nicht, sehen wir auch nicht. Das ist eigentlich schwer, dass wir den draufhauen. Sehr viele HP. Nein, er hat zu viele HP.
schön im Video reinlernen kann. Zwei von den Spielfolgen, was feiert werden. Oh, ja, und Max, oh, cool, gleich zwei Level ab. Und Maximum HP. Super. Huck wurde besiegt. Und vielleicht doch nicht. Ja, Huck wurde endgültig besiegt. So, hat toll wieder lernt. Ansebrich, nein erhalten. Also Leute, habt ihr gesehen, Huck hat einen gravierenden Fehler gemacht, hätte sich auch groß machen sollen. Der hätte da vielleicht bessere Chancen gehabt. Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr. Sora, ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kairi erzähle. Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Komm doch mit ihr irgendwann ins Nimmerland. Dann kann sie es selber ausprobieren. Wenn man daran glaubt, kann man alles schaffen. Stimmt? Ich werde Kairi finden. Ich weiß es. Ich möchte ihr gern so vieles erzählen. Über das Fliegen, die Piraten und was sonst alles passiert ist. Was ist Naseweiß? Was ist mit dem Glockenturm? Was soll denn da sein? Oh, der Glockenturm. So, da wenden wir mal die Welt. Ja, ganz simpel, wir müssen einfach bloß... Ja, dann halt, wollen wir jetzt beenden die Welt. Ist hier noch irgendwo eine Kiste gewesen? Genau, hier war es. Und zwar dann, die Lecke ist hier. Das ist jetzt ein Speicherpunkt. Und das war es auch schon. Da ist das Schlüssel noch, meine Freunde. Da ist diese Welt auch abgeschlossen. Ja. Und ein Navi-Gummi wieder mal erhalten.
Hey, Sora. Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer und nicht sowas hier. Klar, willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Sie soll in der Nacht mit der Rückenschau auskommen. Und das ist das. Ein Schlüsselloch. Es war sehr leichtsinnig, sie ohne ein Schiff hierher zu bringen. Vergiss nicht, wer sich zu sehr auf die dunklen Mächte verlässt, dem kann es das Herz kosten. Ein Überlebender. Seine Welt ging unter, doch nicht sein Herz. Als wir die Prinzessin aus seiner Welt verschleppten, ist er ihr offenbar durch schiere Willenskraft hierher gefolgt. Aber fürchte dich nicht. Es wird dir nichts geschehen. Er ist deinen Kräften nicht gewachsen. Meinen Kräften? Ja, den ungenutzten Kräften, die in dir stecken. Es ist nun an der Zeit, mein Kind, die Kräfte zu wecken und ihre Macht zu erkennen. Ja, für die Sinne, wenn wir die Kräfte erwecken. Naja. Peter? Gehst du wirklich ins Nimmerland zurück? Leider. Doch wir können uns jederzeit sehen. Aber nur solange du Nimmerland nicht vergisst. Oh je, sie fängt schon wieder an zu kochen. Mir einen Gefallen. Pass gut auf sie auf, ja? Was? Sie mag dich so. Na, aber das kann ja nicht mehr. Ja, ist eigentlich ein super cooler Berufscharakter. Eigentlich bloß nach Vorteile und keine Nachteile. Und wir haben auch Gleiter gelernt, endlich. Können wir jetzt schon eine Türchen öffnen? Wir kommen nämlich jede Stunde eine Tür öffnen. Eine Tür öffnen dann. Ja. Deutsche Sprache, Sperrsprache. Dann gehen wir kurz zum Gummijet und betreten dann nochmal die Welt. Und dann öffnen wir erst das erste Türchen. Das ist wie der Adventskalender. Wir haben ein Navi-Gummi gefunden, wir sollten zurück nach Traverse. Kit wird es uns anbringen. In der Höhle fliegt der Weltkampf statt. Der Sieger vorgegeben ist der Luftbegann. Ach, scheiß drauf. Und wir landen einfach nochmal in Nimmerland. Ja, schon wieder neuer Cup. Und zwar der Ich hab die Kap vergessen. Oh, Witz. Ich weiß nicht, wer der Kap ist. Ich sag's euch noch nicht. Ja, da ist die Tür, die sich geöffnet hat. Und öffnen wir das erste Adventskalender-Türchen. Und wir haben die Tür zu 6 Uhr geöffnet. Wir hatten einen Mittelquelle. Ja, wir haben 36, deswegen.
Dann speichern wir hier und werden den Account. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.